Geschäftsführer von Marktintern, bin dort Chefredakteur im Bereich Apotheke, Pharmazie. Meine erste Erfahrung, als ich da angefangen habe, waren zahllose Beschwerden der Apotheker über Belieferung von Drogeriemärkten, dass man konfrontiert wird mit Preisen im Abverkauf, die man als Einkaufspreis, als Apotheker gar nicht geboten bekommt. Und das ist eigentlich ein Dauerthema. Ich bin jetzt schon viele Jahre in dem Bereich tätig, aber das zieht sich wie so ein roter Faden durch. Wir haben heute dann die Themen mal so kurz angefangen, so Anreißer gehabt, welchen Nutzen haben exklusive Produkte für die Apotheken? Soll man überhaupt einen Hersteller unterstützen, von dem man weiß, dass er auch in andere Kanäle liefert, dass er Kanalhygiene nur irgendwie aus dem Fernsehen kennt? Wer liefert in die Graumarktkanäle und wohin gehen denn überhaupt die Trends bei den Drogeriemärkten und dem Lebensmitteleinzelhandel? Die Reihenfolge bleibt nicht so. Zum Anfang mal ein paar Zahlen. Insgesamt war der Nettoumsatz in Apotheken im Jahr 2012 bei rund 42 Milliarden Euro, Arzneimittel 38,6 Milliarden. Was Sie hier unten sehen, verschreibungs- und apothekenpflichtig, nochmal aufgezählt, bleiben eigentlich auf den ersten Blick nur 300 Millionen freiverkäufliche Anteile übrig. Man darf aber auch nicht vergessen, dass ja immer mal wieder was sich verschiebt aus dem Bereich freiverkäuflich in apothekenpflichtig und umgekehrt. Deswegen habe ich nochmal ergänzt, Selbstmedikation 3,6 Milliarden Euro, also 8,5% des Umsatzes macht eine Apotheke locker mit Selbstmedikation. Dann haben wir noch Ergänzungssortiment 2,3 Milliarden Euro, da zählen auch die Kosmetika rein und da zählen auch Nahrungsergänzungsmittel rein, wenn Sie sich das mal anschauen, 65% des Umsatzes werden da in Apotheken erzielt, allerdings Packungszahlen ungefähr ein Drittel des gesamten Absatzes. Und dann sieht man dann auch schon ungefähr, wo die Interessen sind. Ja, seit 4 Jahren haben wir eben das Problem, dass verstärkt apothekenexklusive Produkte im Lebensmitteleinzelhandel auftauchen, bei den Discountern und eben auch beim Drogeriemarkt. Und da wollen wir dann mal ansetzen. Wie empfinden Sie diese Entwicklung, Herr Becker? Ist das mehr geworden oder bleibt das so? Ja, ich denke, es ist leider ein bisschen mehr geworden. Aber ich bin der absolute Vertreter, die Selbstmedikation, die gehört in die Apotheke. Nur dort erhält der Patient die optimale Beratung. Nur dort erhält er die notwendige Aufklärung über die einzelnen Produkte. Dass immer mehr Produkte über welche Kanäle auch immer, da können wir sicherlich heute auch noch drüber diskutieren, in andere Vertriebskanäle kommen, hängt aus meiner Sicht auch damit zusammen, dass die Drogeriemärkte oder die Vertriebsketten, die eigentlich dafür nicht geeignet sind, diese Produkte suchen, um Kunden wieder in ihre Kanäle zu bringen. Und so, die sehen eigentlich nur den Markt und das kann es in der Selbstmedikation nicht sein. Welchen Anteil macht denn Selbstmedikation gerade? Sie haben 2 Apotheken, was macht das denn bei Ihnen aus? Tut das weh, wenn irgendwo in der Nachbarschaft dann Sortimentsbestandteile auftauchen? Natürlich tut das weh. In meiner Apotheke oder in meinen Apotheken ist der Selbstmedikationsanteil, der Umsatz, etwa bei 20%. Aber ich will jetzt das nicht nur von der wirtschaftlichen Seite sehen. Wir sollen auch hier den Patienten nicht vergessen. Und der wird in andere Kanäle gelockt und erhält dort eben Produkte, die unter Umständen für ihn nicht passen. Und wir haben in Deutschland die Apothekenpflicht. Wir haben dann auch noch die Apothekenexklusivität. Aber ich habe auch feststellen müssen, dass apothekenpflichtige Arzneimittel in diese Märkte abgewandert sind. Und die Apothekenpflicht hat der Gesetzgeber festgelegt und das aus gutem Grund, nicht nur um die Apotheken zu schützen, sondern hauptsächlich um die Patienten zu schützen. Okay, Herr Kujat, wie sehen Sie das? Sie haben ja auch ein unterschiedliches Spektrum zu betreuen. Mit RX haben Sie gar nichts zu tun, weil das ist ein anderer Bereich in Ihrem Unternehmen, aber ansonsten haben Sie ja auch mit Sicherheit freiverkäufliche Produkte.
Ja, absolut. Wir haben ja einen Großteil von freiverkäuflichen Produkten. Die einen haben dann natürlich einen OTC-Status, die anderen haben einen Status Medizinprodukt oder Nahrungsergänzungsmittel. Wir werden natürlich von Seiten der Industrie sehr, sehr stark damit konfrontiert, so nach dem Motto, Mensch, wir finden euer Produkt, ich nenne mal einen Namen, Priorin oder vielleicht auch Bepanthol, jetzt gerade in irgendeinem Massmarket wieder, was tut ihr dagegen? Und dann ist natürlich auch die Frage, ja, was tun wir dagegen? Ich würde mir erstmal die erste Frage stellen, wer war denn der Verursacher? Das ist eine Frage, die klären wir dann später. Gerne, ne? Aber letztendlich ist es nun mal halt so, ich sag mal, hier bahnt sich Ware einen Weg und dann stelle ich mir natürlich auch die Frage, warum ist ein anderer Kanal so scharf darauf, irgendwelche Produkte halt zu bekommen aus dem Bereich Apotheke und warum werden die angeboten? Okay. Und wir haben einfach mal, vielleicht darf ich das einmal erwähnen, auch ein paar Kunden befragt, die aus so einem Massmarket dann rauskamen und tatsächlich diese Produkte gekauft haben. Und sie glauben nicht, was die Antwort war. Die Kunden haben meistens gesagt, ich war gerade sowieso hier. Da habe ich auch noch eine andere Erfahrung dazu. Ja. Zwei junge Damen, also die waren bestimmt noch keine 18, stehen vorm Kosmetikregal, ich sage jetzt nicht bei welchem Drogeriemarkt, gucken sich das so an und sagen, oh, das ist aber schon staubig, lass uns mal in die Apotheke gehen. Vielleicht können Sie da auch noch was zu anfügen, Herr Dr. Kamp. Naja, jetzt für Böhringer Ingelheim sprechend ist unser Anteil an freiverkäuflichen Produkten vergleichsweise gering. Dennoch sind wir hier und da auch von diesem Problem betroffen. Aus unserer Sicht ist es so, dass das Bekenntnis zur Apotheke ergibt sich auch daraus, dass wenn man eine Marke sauber führen will, muss man unbedingt eben darauf achten, dass die Marke auch dort auftaucht und nur dort bleibt, wo man sie haben will, wo sie auch von der Beratungskompetenz hingehört. Insofern glaube ich, dass auch gar keine Motivation besteht, irgendwo diese anderen Kanäle zu bedienen. Kurzfristig mag die Verlockung durchaus da sein, aber man muss sich im Klaren sein, eine Marke wird auf Dauer auch zerstört, wenn man es zulässt, dass diese Marke außerhalb der Apotheke auftaucht. Herr Harnight, welche Möglichkeiten haben Sie denn dort einzusteuern und welche Bedeutung haben denn apothekenexklusive, aber freiverkäufliche Produkte für einen Großhandel überhaupt? Fällt das nicht bei RX hinten runter irgendwie? Zuerst einmal muss man ja sagen, dass wir als apothekereigenes Unternehmen natürlich das Interesse und die Apotheker vertreten und auf jeden Fall darauf achten, dass die Apotheker geschützt werden und auch die Produkte, die apothekeneigen sind, dass die auch nicht in anderen Kanäle reinfließen. Weil das ist ja immer die grundsätzliche Frage, woher kommen denn diese Artikel, die in den bezeichneten Graumärkten dann auch fließen, wobei ich Graumärkte gar nicht als Graumärkte bezeichne, weil es gibt immer nur die weißen und die schwarzen Märkte. Das heißt, das eine, was legal ist und das andere, was vielleicht illegal ist. Aber ich kann nur sagen für die Noveda, dass wir nicht an diese Drogeristen die Ware ausliefern und dass es von der Noveda nicht in den Markt hineingeht. Solange es für den Apotheker eine Bedeutung hat, apothekenexklusive Produkte zu vertreiben, und es ist eine große Bedeutung, weil man eine besondere Qualität damit ausstrahlt, unterstützen wir natürlich die Apotheker und werden Teufel tun, das in andere Kanäle reinzugeben. Ja, wir werden eigentlich möglicherweise noch einer mehr gewesen hier auf dem Podium. Es gab unzählige Telefonate mit Einkaufsleitern, mit Vertriebsleitern von Drogeriemärkten. Die haben glücklicherweise heute eine große Jubiläumsveranstaltung, ganz weit weg von Düsseldorf und deswegen hatte keiner Zeit. Deswegen fasse ich mal kurz zusammen, was mir da so an Antworten gegeben wurde, warum die denn überhaupt so scharf sind auf apothekenexklusive Produkte. Das sind die nächsten beiden Folien. Und zwar wurde mir gesagt, ja, von den Zahlen her, also von der Menge her und vom Umsatz her, ist das überhaupt nicht interessant für uns, sondern rein imagebildend. Fragt man sich natürlich, glauben die das, was sie da erzählen, weil die verkaufen nach Regalmeter, Umsatz pro Meter. Naja, ob das da gut ankommt. Was wir eben schon von Böhringer, von Herrn Dr. Kamp gehört haben, auch den Drogeriemärkten kommt es nur auf die Markenbekanntheit an, um dort irgendwas präferieren zu können. Das heißt, belegt die These schon, dass es von den Zahlen her doch nicht interessant ist. Was natürlich man zugeben muss, auch Drogeriemärkte haben in gewisser Art und Weise schon immer Gesundheitsprodukte verkauft. Aber dann sind auch noch so interessante Sachen da. Kein Hersteller kann verhindern, dass wir die Produkte bekommen, die eigentlich apothekenexklusiv sein.
man kann ihnen auch erst recht nicht verbieten, diese zu verkaufen. Das ist wirklich so aktuell. Ja, und da gibt es dann einfach so eine Einteilung, wurde mir auch recht offensiv von mehreren Leuten aus dem Drogeriemarktgeschäft bestätigt. Es gibt Hersteller, die kann man in, also die meisten Hersteller kann man in drei Gruppen einteilen. Und zwar sind das diejenigen, die es als Teufelswerk bezeichnen, wenn ein apothekenexklusives Produkt woanders auftaucht. Manche Hersteller sagen, naja, also wir wollen das ja nicht wirklich haben, aber ist ja klasse, dann haben wir halt ein paar mehr verkauft. Und die anderen, die sehen eben die Zusammenarbeit sehr positiv. Dafür gibt es ja Beispiele, dass Hersteller eine Zweitmarke haben, die man auch nicht wiedererkennen kann. Und da ist einfach so meine Frage, Herr Kujat, wie steuern Sie denn da im Vertrieb, dass die Ware da landet, zielgerichtet, wo sie hin soll? Ja, das ist natürlich eine gute Frage, weil letztendlich gibt es für uns ja vorgegebene Lieferkanäle, wo wir vertrauen, dass diese Ware auch genau dort bleibt, wo wir sie hinverkaufen. Nämlich, ich sage jetzt mal ganz krass, der pharmazeutische Großhandel zum einen ist einer unserer Kunden und die Apotheken als Direktgeschäft. Sei es, dass dazu auch noch Versandapotheken gehören. Versandapotheken sind auch niedergelassene und zugelassene Apotheken in Deutschland, aber sie gehören mit zu diesem Markt. Dorthin liefern wir unsere Ware und deshalb ist das natürlich auch hochinteressant. Darf ich jetzt das Thema aufgreifen, weil diese Frage würde ich gerne einfach mal auch so stellen. Wir als Industrie oder gerade auch bei Bayer erlebe ich das immer wieder, werden gefragt, was tut ihr denn dagegen das? Dann muss ich Ihnen auch... Muss ich schon wieder verschieben. Mich nervt diese Frage ehrlich gesagt auch, weil so im Redaktionsalltag, da kommt der Anruf, hast du gesehen, da ist schon wieder was bei, ich sag das jetzt mal nicht, ne, aber Drogeriemarkt. Ja. So, dann rufe ich Herrn Kujat an und dann sage ich, ihr Teufel, wo habt ihr das alles hingeliefert? Ja. Und dann sagt er, das waren wir nicht. Dann könnte ich den Hörer an die Wand klatschen, ja, weil das ist ja immer das Gleiche. Ja, ja definitiv schon. Also die Situation ist wirklich da, dass wir natürlich sagen, nein, wir wollen dieses Apothekenexklusiv. Wir wissen natürlich, dass es manchmal rechtliche Zonen gibt, wo wir dieses gar nicht so zu 100% einfordern können, gerade im Bereich Kosmetik jetzt mal. Ne? Denn da hat der Gesetzgeber ja ganz viele andere Lücken gelassen. Aber nichtsdestotrotz sagen wir, wir haben uns ja bewusst den Kanal Apotheke ausgesucht, weil wir dort die kompetente Beratung wollen, auch im Bereich Kosmetik. Nur auf der anderen Seite taucht die Ware auf einmal dort auf. Und dann ist wirklich die Frage, wer hat es geliefert? Und ich darf vielleicht mal von einem Anruf erzählen, wo ich dann doch ein bisschen überrascht war. Und das war aus dem Bereich eines Apothekers, der dann angerufen hat und gesagt hat, also wir können das Ganze ja eigentlich auch offiziell machen. Ich beliefere den Drogeriemarkt XY. Und warum sollten wir das nicht offiziell machen? Denn dann kriege ich wenigstens die Mengen und muss nicht immer gucken, dass ich mir das alles zusammensuche. Okay. Na. Also auch da mal ganz kritisch einfach hinterfragt. Ne? Macht es überhaupt Sinn? Und wer füttert dieses? Und ist das nicht irgendwie eine Situation, wo viele Undichtigkeiten sind, was man gar nicht so in den Griff bekommen kann? Sicherlich versuchen wir, unsere Möglichkeiten und rechtlichen Möglichkeiten dort auszunutzen, aber auf der anderen Art und Weise sind uns da auch die Hände gebunden. Weil jeder von Ihnen hat natürlich das Recht, von uns beliefert zu werden. Und Sie sehen das eher entspannt, Herr Dr. Kamp? Naja, entspannt auch dann nicht mehr, wenn uns Berichte zugetragen werden, dass Produkte aus unserem Hause irgendwo in diesen Märkten auftauchen, wo wir sie nun absolut nicht sehen möchten. Und wir haben in unseren Lieferbedingungen sowohl mit dem Großhandel als auch mit jeder einzelnen Apotheke, die wir beliefert, formal auch schon vorgesehen, dass diese Ware nur zur Belieferung der Apotheken, im Falle jetzt des Großhandels, beziehungsweise zur Versorgung der Patienten der eigenen Apotheke gebraucht werden dürfen. Das ist juristisch, wenn es Verstöße gibt, nicht unbedingt exekutierbar, aber ich denke, wir meinen es auch ernst mit dieser Bestimmung. Und man weiß natürlich auch, es gibt gewisse Verdachtsfälle und man kann auch häufig erkennen, wenn bestimmte Mengenordern kommen aus einzelnen Apotheken, dass da was faul ist. Wir liefern in diesen Fällen diese Ware in diesen Mengen dann niemals aus und haben in Einzelfällen solche Kunden sogar unmittelbar von der Direktbelieferung gestrichen. Aber es bleibt trotzdem das Phänomen, Ware taucht hin und wieder auf und irgendwo muss es offensichtlich diese Kanäle geben, die dann für eine bestimmte Versorgung sorgen. Sie beobachten doch bestimmt auch Ihre Kunden so ein bisschen. Wenn eine Apotheke, die auf dem Land ist, ein bestimmtes Produkt in Mengen bezieht, die niemals dort über den HV-Tisch gehen können,
Welche Grenzen muss man sich da so vorstellen? Also wenn er normalerweise 100% kriegt und dann, wie viel Prozent muss er dann machen, damit bei Ihnen die Alarmglocken losgehen? Also wir haben in unseren Systemen vorgesehen, dass wenn bestimmte apothekentypische Einkaufsmengen überschritten werden, dass dort diese Aufträge nicht automatisch in den Prozess eingehen, dass die hochgespielt werden und dass man sie sich dann individuell anschauen kann und dann wird man darauf stoßen, entweder findet man eine Erklärung oder eben keine und im Zweifelsfall wird diese Lieferung dann ebenso nicht ausgeführt. Ja, da sind wir eigentlich schon bei der nächsten Kernfrage. Wer beliefert denn jetzt den Lebensmitteleinzelhandel und die Drogeriemärkte wirklich? Ich meine, Herr Hanheit, Sie sind das. Herr Bach, Sie haben gerade eben gesagt, jede Woche erreicht Sie ein Telefonat und Sie müssen eine Hörer aufknallen. Ich kann leider nicht garantieren, dass Sie zukünftig nicht permanent ein neues Telefon sich besorgen müssen, weil, wie immer, es war keiner gewesen. Und in dem Fall, ich kann jetzt hier nur für die Noveda sprechen, kann ich sagen, wir waren es nicht und wir sind es nicht und werden es auch zukünftig nicht sein. Der Punkt ist einfach, um dem Ganzen auf die Spur zu kommen, müssten wir wahrscheinlich den gesamten pharmazeutischen Großhandel hier auftreten lassen und jeder müsste an Eidesstatt versichern, dass er es nicht war. Aber irgendjemand wird es ja ausgeliefert haben. Wie gesagt, wir sind es auch nicht. Und wir haben auch entsprechende Kontrollmechanismen, wo wir auch sehen können, wenn über eine bestimmte Menge hinaus bestellt wird, die nicht mehr logisch zu rechtfertigen ist, wird auch direkt hinterher gehakt, ob das noch sein kann. Und, aber wir waren es auch nicht. Tut mir leid. Also Sie waren es auch schon mal, muss ich Ihnen leider sagen. Es wurde dann auch schnell abgestellt. Es lag einfach daran, dass ein bestimmter Außendienstmitarbeiter und ein bestimmter Regionalleiter sich freuten, dass sie mal ein bisschen bessere Zahlen machten. Und als der Chef dann dahinter geguckt hat, hörte das auch ganz schnell wieder auf. Da sind dann andere für in die Lücke gesprungen, da ich das jetzt nicht so schwarz auf weiß alles habe. Die Verträge muss man mal ein bisschen hinterher sein, wer wohin liefert. Was allerdings durchaus bekannt ist, welche Apotheker doch gerne mal was mitnehmen, oder Herr Becker? Ja, es bleibt jetzt nur noch die Apotheke übrig, die das liefern kann. Und ich gebe auch unumwunden zu, dass aus diesen Kanälen einiges abfließt. Das ist für mich keine Diskussion, das ist auch nachgewiesen. Und da fällt mir eigentlich nur ein Satz ein, der größte Feind des Apothekers ist der Apotheker selber. Und es ist für mich überhaupt nicht nachzuvollziehen, wenn wirklich, wenn nun Industriepartner eben sich zur Apotheke bekennen, Apotheken exklusiv vertreiben, dass das von uns unterlaufen wird. Das sind ganz wenige, aber es passiert. Deswegen, ich bin absolut dabei, wenn Mengenbegrenzungen eingeführt werden oder wenn dann von der Apotheke ein größerer Auftrag kommt, der vielleicht nicht ganz klar ist, dann kann man ja im Gespräch das aufklären, ist es ein Einkauf für mehrere Apotheken, Familienverbund und so weiter. Kann man alles aufklären. Aber es sind eben immer wieder Zahlen da, die kann man eben nicht aufklären. Und eins werfe ich der Industrie teilweise vor. Das sind so Vorgaben an ihre Außendienstmitarbeiter, um die Zahlen zu erfüllen, dass dann mit Gewalt reinverkauft wird und der Apotheker dann eben versucht, die großen Mengen irgendwie weiterzugeben. Aber aus meiner Sicht, und ich stehe da, können Sie mich kritisieren an allen Ecken und Enden, ich stehe dazu, wir sollen das im Direktbezug kaufen oder über einen Großhandel kaufen, was wir absetzen können. Andere Vertriebswege kann es nicht geben. Wir schaden uns langfristig und auch kurzfristig. Wobei ich diese Aussage uneingeschränkt teile. Wir haben im Magnetern Verlag 22 verschiedene Redaktionen, die sich nur mit Fachhandel beschäftigen. Und jeder, der mit diesem Feuer gespielt hat, dass Preise versaut werden, da kann ich mal so den Bereich Telekommunikation, den ich selber betreut habe, mal eine Zeit lang nennen. Also wenn Sie mit diesem Feuer spielen, Preise zu versauen, Marken irgendwo hinzuschieben, wo man sie nicht pflegt, dann werden nachher alle verlieren. Das macht keinem mehr Spaß nachher. Und das haben wir in der Rundfunkredaktion durch, das haben wir in Telekom durch. Und ich möchte das nicht so gern im pharmazeutischen Bereich noch erleben. Und da muss man dann auch sagen, müssen Sie vielleicht noch, Herr Becker, in Ihren Landesverbänden mal ein bisschen nachhorchen. Das wird teilweise doch toleriert und
das ist einfach keine langfristige Einstellung, oder? Ja, also bin ich absolut bei Ihnen. Also auch ich bin ein absoluter Vertreter und Sie wissen, mein Herz schlägt für die Selbstmedikation, für das OTC-Geschäft. Ich trete für starke Marken ein, ich setze mich da für klare Markenpolitik auch ein und wenn eine Marke erstmal kaputt ist, und das haben wir in vielen Bereichen auch gesehen in der Vergangenheit, wo Markenhersteller auch freiwillig den Weg gegangen sind in andere Vertriebskanäle, dass eine Marke verwässert, dass sie kaputt gemacht wird. Deswegen, ich stehe für starke Marken in der Apotheke, in der Selbstmedikation mit der dazugehörenden Beratung. Und wenn wir das nicht stärken, dann schaden wir uns in dem gesamten Selbstmedikationsmarkt. Und da muss man ganz klar sagen, das sieht die Mehrheit der Apotheker genauso. Wir haben mal eine Umfrage gemacht im Frühjahr, das war wohl im Mai. Wie wichtig sind exklusive Produkte für die Apotheken? Da hatten wir rund 1500 Antworten. Wichtig ist die Apothekenexklusivität 87% der Apotheker. Eher wichtig, also so ein bisschen, naja, 6,7%, klar, bleibt ja nicht mehr viel übrig. Und unwichtig oder eher unwichtig war die Antwort 5,7%. Die Frage ist natürlich, welchen Nutzen hat man denn, wenn man überhaupt das Wort Apothekenexklusiv draufdruckt? Hilft das irgendwie weiter? Herr Becker, was sagen Sie dazu? Ja, ich denke schon, zum einen, die Industrie hat den Vorteil, dass wenn das Ding, das Produkt apothekenexklusiv bleibt, dass wir uns auch dann exklusiv dafür einsetzen, in der Beratung, in der Empfehlung für den Kunden. Wir bekommen dann auch im Allgemeinen Unterstützung von der Industrie, für den Abverkauf, für die Beratung dann wieder. Das ist ein partnerschaftliches Verhältnis und das muss gelebt werden und dann funktioniert das auch. Also ich sehe da ganz, ganz große Vorteile in der Apothekenexklusivität. Und Herr Dr. Bach, ich weiß nicht, kommt das nachher noch? Wir beide haben schon drüber diskutiert, Vertriebsbindungsverträge. Kommt noch. Wir haben es intern auch diskutiert. Wenn wir da was machen könnten, aber im Allgemeinen stehen uns hier Juristen entgegen, dann fände ich das toll, wenn wir da weiterkommen würden. Apothekenexklusiv, hundertprozentig ja. Haben Sie, Herr Hanheit, überhaupt irgendwelche Unterscheidungsmerkmale im Großhandel, dass die apothekenexklusive Ware anders routen als, ich sag mal, das normale Freiverkäufliche? Also, nee. Anders routen, wie meinen Sie das? Ja, es müsste ja dann schon mehr Kontrolle sein, dass man genau weiß, wer welche Verträge unterzeichnet hat. Also so, dass unsere Kunden sind Apotheker und nur Apotheker. Und somit geht es auch nur in die Apotheke hinein und kann somit nicht der Punkt entstehen, dass wir es zufällig dann an die Drogerie ausliefern würden. Ich möchte aber einen Punkt auch mit reinbringen, wenn es um die Exklusivität geht der apothekenexklusiven Produkte. Man muss das vielleicht auch aus Kundensicht sehen, welchen Stand haben diese Produkte auch bei den Kunden. Und als Endverbraucher, als Kunde selber muss ich sagen, diese Produkte strahlen eine besondere Qualität auch aus. Und ich habe auch an die Apotheke selber einen anderen Anspruch. Ich bekomme eine qualifizierte Beratung zu den Produkten und habe ein ganz anderes Vertrauen in diese Produkte auch hinein, als das in x-beliebige Produkte im Drogeriemarkt vielleicht darstellt. Und den Punkt der Endverbraucher sollten wir vielleicht auch mit einnehmen, um einfach auch mal zu betrachten, wie wirkt das auf den Endverbraucher und auf den Patienten auch schlussendlich. Das ist auch genau das, was ich jetzt ganz gerne von der Industrie mal hören wollte. Welchen Nutzen hat denn allein das Logo Apothekenexklusivität, das ist doch eigentlich eine Sache, das müsste man doch auch eher bewerben. Oder insgesamt bringt es etwas über Vertrieb aus der Apotheke? Also kann man diesen Ansatz der Wertigkeit noch steigern? Ja, natürlich steckt da die Annahme dahinter, dass ein Image-Transfer stattfindet von der Kompetenz, von dem Qualitätsanspruch der Apotheke und der dort verfügbaren Produkte auf ein Randsortiment.
Ich plädiere allerdings auch dafür, dass wir mit dem Begriff Apothekenexklusiv nicht zu inflationär umgehen sollten. Sprich, Produkte, die wir darunter anbieten, sollten tatsächlich auch Differenzierungsmerkmale hinsichtlich Qualität, hinsichtlich Beratungsnotwendigkeiten und so weiter fordern. Ansonsten würden wir auch beim Verbraucher ein gewisses Glaubwürdigkeits- und Abgrenzungsproblem entstehen lassen. Und an der Stelle, denke ich, ist auch die Industrie gefordert, hier wirklich mit dem Sortiment, mit dem Portfolio, was sich hier hinter Apothekenexklusivität verbirgt, auch sorgfältig genug umzugehen. Also ich kann das nur unterstützen, was Sie sagen, Herr Rukram. Also Qualität muss stimmen. Und ein Merkmal war ja sicherlich bei einigen Nahrungsergänzungsmitteln oder auch bei einigen Pseudoarzneimitteln in anderen Vertriebskanälen, dass die Wertigkeit so nicht gestimmt hat. Und deswegen meine ich, die Produkte, die von Ihnen kommen, die müssen die notwendige Qualität haben, zu der wir stehen können als Apotheker, und dann müssen die Apotheken exklusiv vertrieben werden. Nämlich, und das ist dann auch wieder das Verwässern, wenn die qualitätsmäßig hochstehenden Produkte mit den weniger qualitativ hochwertigen Produkten vermischt werden, dann haben wir nachher das berühmte Sammelsurium und dann stimmt gar nichts mehr. Also das ist für mich die Voraussetzung, die Qualität. Und den Anspruch, den wir an Qualität stellen, der muss stimmen von Seiten der Industrie. Und das sind ja nun zwei Vertreter von Ihren Firmen, wo das aus meiner Sicht zumindest zutreffend ist. Ja, jetzt würde ich gerne mal wissen, wenn Sie die Qualität der Produkte ansprechen, ist es dann nicht vielleicht auch eine Frage, was man damit bezwecken will? Also ein Eiweißshake mit Ananasgeschmack zum Abnehmen kann ja dann apothekenexklusiv sein, oder soll man das lieber ganz bleiben lassen? Also das ist von Produkt zu Produkt verschieden. Wir Apotheker, wir sind, denke ich, auch die Sachverständigen hier, die was zu den einzelnen Produkten sagen können. Und wenn ein Pseudoprodukt eben zwar apothekenexklusiv vertrieben wird, dann müssen wir auch den Mut haben, abzuraten. Dann müssten Sie es einfach ablehnen. Sie müssten es nicht einkaufen, ja, oder? Ja, ich bin ja nicht verpflichtet, dieses Produkt zu führen. Wenn der Produktwunsch ist vom Patienten, dann kann man darüber diskutieren und dann bin ich gefordert, eben meine Meinung zu sagen. Und das finde ich ja auch gerade das Schöne hier in der Selbstmedikation. Hier bin ich im direkten Kontakt mit dem Kunden, mit meinem Patienten, kann abraten und kann ihm Tipps geben. Und deswegen denke ich, und da komme ich wieder auf die Qualität zurück, deswegen muss da die Qualität stimmen, um auch unsere Kompetenz hier qualitativ hochwertig rüberzubringen. Ja, bitte, Herr Dr. Kamp. Ich würde gerne da noch eins hinzufügen. Wir erleben ja zurzeit im regulatorischen Bereich große Veränderungen dahingehend, dass über die Health Claim Verordnung auf europäischer Ebene in die Claims, die ich einzelnen Produkten anheften kann, erhebliche Restriktionen eingebaut wurden. Sie erleben das täglich, dass Produkte entweder ganz verschwinden oder das, was Sie auf dem Label finden, deutlich eingeschränkt wird, dass bestimmte Produktvarianten gestrichen werden. Das hat natürlich hier und da der Industrie durchaus einige Kopfschmerzen bereitet. Das führt aber unterm Strich dazu, dass wir in diesen Marktbereich deutlich mehr Ordnung hineinbekommen, dass Leute, die wie Voodoo-Medizin bestimmte Dinge aus einer Marketing-Fantasie heraus auf den Markt werfen und damit natürlich in der fundierten Arbeit dort hinter einiges zu wünschen übrig lassen, dass das weniger wird. Umgekehrt, und das ist jetzt wichtig, steckt dahinter allerdings auch, wenn man diese Claims erreichen will, erheblicher Aufwand für die Industrie in Form von wissenschaftlichen Arbeiten. Jetzt Health Claims durchzubekommen, ist wirklich extrem schwierig geworden. Und dann ist es natürlich auch extrem wichtig, diese wissenschaftlichen Arbeiten, die viel, viel Geld kosten, auch über eine geordnete Vertriebsarbeit und ordentliche Markenpositionierung vermarkten zu dürfen. Und umso schwerwiegender ist es dann, wenn dieses Image, diese Bemühungen durch graue Kanäle in nicht erwünschte Vertriebsbereiche hinein verwässert werden. Herr Kujat, Sie haben
keine apothekenexklusiv gelabelten Produkte, wenn ich mich recht entsinne. Sie haben auch keine selektiven Vertriebsvereinbarungen. Warum nicht? Das ist doch ein großes Unternehmen. Sie können das doch, oder nicht? Wir hatten eine lange Zeit lang Selektivverträge oder Verträge, wo wir dann vereinbart haben mit den Apotheken, was wir machen möchten mit diesen Produkten. Letztendlich haben wir aber eins festgestellt, es gibt derzeit keine Regelung und keine Handhabung, dass dieses Papier wert ist und überhaupt diesen gesamten Aufwand wert ist. Weil letztendlich hat man nicht die Möglichkeit, irgendwo etwas zu unterbinden, wenn es seinen Weg sucht. Derzeit, aktuell. Ja, schade für Sie, weil, jetzt gucken wir mal auf die nächste Folie, wieder marktintern Umfrage. Es gibt ja, wie Sie wissen, als Fachleute nur wenige Selektivvertriebsvereinbarungen in dem Markt. Da haben wir eine im Bereich Kosmetika. Das hier bei Beiersdorf ist eine ebensolche. Eucerin, diesen Selektivvertriebsvertrag, dass dieser existiert, finden mehr als 76% der Apotheker gut. Es gibt natürlich eine ganze Menge von Apothekern, die sagen, ich setze mit dieser Marke so wenig um, das interessiert mich überhaupt nicht, was ich auch verstehen kann, warum soll man es unterschreiben, und man sollte auch mal davon wegkommen, wegen eines einzigen Kunden eine Packung bestellen zu müssen, weil das rentiert sich ja am Ende nicht. Die Kosten für die Pflege so eines Vertrages sind doch hoch, oder? Die Kosten? Ja, wenn man sowas implementieren will, im Prinzip, Sie müssen doch jede Apotheke abklappern. Ja, das macht ja, würde ja jetzt nichts machen, aber vielleicht, also das Ergebnis überrascht mich nicht, sage ich jetzt mal. Mich überrascht nur eins, dass wenn es darum geht, zum Thema Ware jetzt in der Apotheke zu haben, dann ist so ein Vertrag wichtig. Ich möchte nicht negativ wirken, aber ich habe lang genug in der Kosmetikindustrie gearbeitet und habe Depotverträge und sonstige Dinge mit den Apothekern abgeschlossen, und ich weiß noch, wie verteufelt die damals waren, weil jeder hat immer darauf geschimpft, ihr mit euren Depotverträgen und den vielen Klauseln, die wir alle einhalten müssen. Also was ist positiv, was ist negativ? Da muss ich nochmal dazwischen gehen. Ja. Die Depotverträge in der Kosmetik heißen ja auch, dass ich weiß nicht, welche Produkte aufstellen muss, die ich niemals verkaufen werde, wo man von vornherein weiß, das läuft an meinem Standort nicht, und Sie wollen sehen, dass da irgendein Display ist, dass ein bestimmtes Regal gekauft wird und dass von meinem Produkt XY 200 Stück da stehen, oder? Das ist doch ein Depotvertrag. Wir Richtig. Sprechen doch über Selektivverträge. Selbst wenn wir den modifizieren und nachher Selektivvertrag rausmachen, wäre es identisch. Also ja. Diese Klausel, die gibt es ja schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, oder vielleicht hatte jemand noch drin natürlich, dass man dann alles nehmen muss und das komplette Depot führen muss. Ja. Finden Sie das schlecht, wenn man solche, ich sag mal, bilateralen Verträge hat, Herr Becker? Also ich unterstütze das ohne Wenn und Aber. Wir müssen da Lösungen finden, und vor allen Dingen müssen diese Verträge dann auch gelebt werden. Wenn das nur Scheinverträge sind, die dann, bei denen ein Verstoß nicht geahndet werden kann, dann nützen sie uns gar nichts. Also ich bin hier klar für Selektivverträge. Wir haben das ja über unsere Tochter des DAV, über die MGDA versucht. Herr Dr. Bach, wir haben schon darüber geredet. Im Moment pfeifen mich überall die Juristen zurück und sagen, das geht nicht. Ich bin nur Apotheker, ich kann es nicht beurteilen. Ich würde mich freuen, und hier sage ich das für den kompletten DAV und für die ABDA, wenn wir zu solchen Vertriebsbindungsverträgen kommen könnten, die dann auch gelebt werden müssen und gelebt werden können, ein klares Ja. Für den Großhandel ist das nur zusätzlicher Aufwand, vermute ich mal. Da sind wir nämlich jetzt genau bei dem, dass Sie abfragen müssen, wer was unterschrieben hat. Wie viel Arbeit macht Ihnen das denn jetzt so ungefähr? Also uns ist es am liebsten im Grunde, wenn wir direkt von der Industrie die Ware beziehen. Wir haben die Bestellung unserer Apotheken und liefern dann so aus über die normale Bestellung. Und von daher wollen wir nicht mehr Aufwand haben. Gut, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das so schwierig ist für den Großhandel. So wie ich den Großhandel kenne, ist der EDV technisch so hochgerüstet, und da kann man doch dann eine Sperre reinmachen bei einzelnen Produkten für die einzelnen Apotheken, wenn der Vertrag nicht vorliegt. Also das stelle ich mir nicht so schwer vor. Der Großhandel macht ja auch sonst Mengenkontingentierungen und so weiter. Das kann alles über EDV gesteuert werden. Also das überzeugt mich jetzt nicht. Ja, schwierig ist, also wir können alles. Grundsätzlich können wir natürlich alles.
Aber es geht ja darum, was wäre der leichtere Weg und der angenehmere Weg natürlich für uns. Aber für mich ist dann auch, von daher, wir haben es angenehmer, wenn es direkt von der Industrie kommt und einfach gehandhabt wird. Also bin ich schon überrascht. Die ganze Zeit höre ich von Ihnen, dass Sie eigentlich das Geschäft vom Großhandel verteufeln, aber hier nicht dabei sein wollen. Wenn wir dann die Vertriebsverträge so machen, das heißt dann ich nenne es jetzt einfach mal, das Bepanthen oder das Bepanthenol von Bayer nicht mehr über den Großhandel vertrieben werden. Das, glaube ich, ist auch nicht in Ihrem Interesse und auch nicht in unserem Interesse. Deswegen denke ich, sollten Sie da eine Lösung finden, Vertriebsbindungsverträge umzusetzen. Ich weiß das zum Beispiel bei Bayersdorf, bei einigen Großhändlern klappt es. Warum sollte es bei der Noveda nicht klappen? Das klappt auf jeden Fall bei der Noveda, klar. Aber man muss auch ganz klar sagen, es ist im Endeffekt mehr Aufwand für den Großhandel, der ja dann prüfen muss, welcher Apotheker ist überhaupt bezugsberechtigt und eigentlich ist das nicht ihr Geschäft. Auf der anderen Seite, als apothekeneigenes Unternehmen, ist es schon irgendwie so, ich sag mal, ihre politische und regulatorische Pflicht, da mitzumachen. Auf jeden Fall, klar. Vielleicht darf ich ganz kurz noch auch was dazu erwähnen, was der Herr Becker ja auch sagte, gerade was diese Selektivverträge angeht. Solange wir es nicht schaffen, einen wasserdichten Selektivvertrag zu bekommen, der tatsächlich von den Juristen auch abgesegnet ist, wo man sagen kann, da kann man Handhaben rausmachen oder dass es Konsequenzen hat. Solange macht es uns von Seiten der Industrie, jedenfalls bei Bayer, keinen Spaß, irgendwelche weiteren Papiere aufzusetzen, die sowieso nachher nur frustrierend sind. Na, wenn ich anschließend wieder sehe, da passiert doch sowieso nichts und ich habe nichts in der Hand, ich kann nichts machen. Also deshalb da der Wunschgedanke, ja, wenn es etwas gibt, muss das juristisch schön wasserdicht sein. Hey, klasse. Wäre da vielleicht ein Vorschlag, dass mal die Juristen von der Industrie, von uns, von marktintern einfach mal zusammensetzen, vielleicht gemeinsam dann eine Lösung finden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Lösung gibt. Das haben wir jetzt schon unter vier Augen öfters ausdiskutiert. Das machen wir hier mal nicht weiter. Was ich sehr interessant fand, auch aus den Gesprächen mit den Vertriebsleuten und Einkäufern aus dem Drogeriemarktsektrum und aus dem Lebensmitteleinzelhandel, war dann die Aussage, das habe ich da mal aufgeschrieben, Vertriebsvereinbarungen können und wollen wir aus dem Lebensmitteleinzelhandel überhaupt nicht erfüllen. Das heißt also, man will sich da überhaupt nicht binden, sondern man will sich so quasi auf so einem Spotmarkt mal bedienen, was durchschleusen und fertig, weil man ja nie weiß, wie viel Umsatz pro Meter man erzielt. Und was ich auch sehr interessant fand, also man nicht apothekeninternen Vertriebskanäle sagen, dass es sich bei den jetzigen Vertriebsvereinbarungen nur um Pseudo-Vereinbarungen handelt, die aus Furcht vor den Apothekern und ihren Verbänden und zur Margensicherung erstellt wurden. Dass wir das zur Margensicherung machen, ist ja wohl klar. Ich meine, wozu hat es sonst Sinn? Aber haben Sie das Gefühl, dass Sie da irgendwo mal Druck ausgeübt hätten oder ist es eher so, dass die Unternehmen doch selber mit sowas rauskommen? Also ich muss hier vorsichtig sein. Ich war im Kartellverfahren. Ich sage hier jetzt nichts weiteres dazu, aber ich denke, eine Masche und sowas gehört dazu und zu einer fairen Partnerschaft. Ich erwarte da die Industrie, dass sie auch hart bleibt, stark bleibt und dann denke ich, funktioniert das auch. Und das Bekenntnis war ja nun hier auch, ich glaube in dieser Runde sind wir uns einig und ich komme dann auch noch mal, gerade was die Marge angeht und so, eine starke Marke bringt in den meisten Fällen auch eine gute Marge und da kann man ja auch einen höherwertigen Preis durchaus realisieren. Abgesehen davon ist es ja nicht nur, dass die Markenbekanntheit höher ist, für die der Kunde mehr zahlt, sondern in der Regel ist ja auch die Produktqualität eine bessere und ich denke, dass die Apotheker ja gerade dafür prädestiniert sind, zu beurteilen, ob das, was in dem Döschen drin ist, auch wirklich was taugt. Das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe, die Qualität muss stimmen, zu der müssen wir stehen, müssen wir auch kritisch stehen und notfalls die Diskussion eben mit der Industrie aufnehmen, warum und wieso wir das so nicht vertreiben oder dahinter stehen können. Das gehört zu einer Partnerschaft dazu
Und ich bleibe dabei und sage es nochmal, die Qualität muss stimmen, dann stimmt der Preis und dann stimmt die Marge und dann haben wir dann in den Apotheken viel von starken Marken. Ja, dann war auf der Agenda noch eine sehr riskante Frage. Herr Becker, Sie haben das gerade schon gesagt, Sie waren schon mal im Kartellverfahren drin und das, was ich dann da auch noch als Vorgabe hatte, sollten wir Hersteller überhaupt unterstützen, die einer Zusammenarbeit mit Drogeriemärkten und dem Lebensmitteleinzelhandel zugetan sind. Da müssen wir dann jetzt aufpassen, dass wir nicht den Riesenboykottaufruf hier draus machen. Aber ich denke, Herr Becker, Sie haben da eine Formulierung, die gängig ist, oder? Nee, da äußere ich mich nicht dazu. Sonst bekomme ich nachher Stress mit allen meinen Juristen. Okay. Herr Hanheit, inwieweit ist es denn für Sie überhaupt ein Weg, in diese Kanäle reinzuliefern? Ich denke, da geht es doch, also ich möchte jetzt von Ihnen nicht hören, ob Sie es tun oder nicht, sondern nur eine Frage, erzielen Sie in preisgetriebenen Vertriebswegen überhaupt eine vernünftige Marge? Macht das für Sie Sinn? Also ich meine, Sie kommen ja so aus dieser Ecke irgendwann mal. Gut, also zuerst einmal unser Bestreben ist, die Apotheker zu unterstützen. Die Apotheker sind unsere Kunden, die Apotheker sind unsere Mitglieder und nur darum geht es für uns. Und mit den anderen Vertriebskanälen, ehrlich gesagt, beschäftigen wir uns nicht. Das Thema ist auch für mich, wodurch sind eigentlich die ganzen Drogeristen und Lebensmitteleinzelhändler überhaupt getrieben, sich in ein solches Marktfeld reinzubegeben? Und das ist die Frage, ist das einfach nur, man möchte eine Exklusivität oder eine Qualität ausstrahlen, die man bisher nicht ausstrahlen konnte? Möchte man vielleicht ein neues Marktfeld einfach nur in sein Portfolio mit aufnehmen? Oder möchte man sich auflehnen gegen irgendwelche, ich sage jetzt mal, Online-Geschäfte? Da gibt es halt unterschiedlichste, ich sage jetzt mal, Ansatzpunkte, warum man überhaupt in dieses Segment reingehen möchte. Und da fehlt uns natürlich jetzt auch wieder der Kollege aus den entsprechenden Bereichen, der das dann auch beantworten kann. Wir können da im Grunde nur darüber spekulieren. Also ich kann nur sagen, wir bedienen die Apotheker und wir wollen auch nichts tun, was gegen die Apothekerschaft geht. Wir haben dann noch eine vorletzte Folie. Wir haben, wie gesagt, im Lebensmitteleinzelhandel und auch bei den Drogeriemärkten viel recherchiert. Derzeit geht es im Lebensmitteleinzelhandel überwiegend darum, das margenschwache Kerngeschäft ein bisschen aufzupeppen. Das beobachten wir ja schon seit vielen Jahren. Aber das sagen dann die Drogeriemarktvertreter über die Kollegen aus dem Einzelhandel, aus dem Lebensmitteleinzelhandel, dass die Verbraucher im Lebensmitteleinzelhandel nicht wirklich gern Kosmetika oder Gesundheitsprodukte kaufen, weil sie das Gefühl haben, wenn das alles da so billig ist, das ganze Sortiment, dann kriegen wir für unsere Gesundheit ja da auch nichts Gutes. Die Gegenbewegung und auch wirklich die ehrliche Aussage ist, dass sich derzeit Müller, DM, Rossmann gegenseitig belauern. Die haben erstmal die Schleckerumsätze eingefahren, unter sich aufgeteilt und jetzt schauen Sie, welches Sortiment denn irgendwie mit Erfolg neu gelistet werden kann. Und da hören wir immer wieder, dass die auch mal so bei Herstellern anfragen. Werden Sie denn auch direkt angefragt, Herr Kujat? Nicht mehr. Also sicherlich gab es mal direkte Anfragen im Laufe der Zeit oder im Laufe der letzten Jahre, aber das ist auch bei uns ganz, ganz klar geregelt und dementsprechend gibt es auch diese Anfragen nicht mehr. Und bei Ihnen, Herr Dr. Kamp? Da gilt das Gleiche. Das ist denen bekannt, dass es zwecklos ist. Ich möchte noch einen Kommentar machen zu der Frage, wie wir mit dieser in Anführungsstrichen Bedrohung durch Drogeriemarktaktivitäten umgehen. Da ist natürlich das eine, Exklusivverträge, was immer wir in diesem juristischen Minenfeld finden können. Ich denke, wir haben hier eine gemeinsame Interessenlage. Wenn wir was finden, sind wir sicherlich dabei, das zu machen. Aber ich möchte noch auf eine andere Ebene der Antwort eingehen. Wie schafft die Apotheke es, den Abstand hinsichtlich Beratungskompetenz, hinsichtlich Warenportfolios, hinsichtlich Einbindung Verbraucher, hinsichtlich Innovation stärker zu binden? Denn diesen Abstand zur Apotheke zu vergrößern, das muss das ureigenste Interesse sein. Und wir haben eine ganze Menge an Dingen in der Selbstmedikation, auch in einem erweiterten Portfolio, wo wir glauben, die Apotheke könnte in der Selbstmedikation noch ein ganzes Stück aktiver werden. Wir haben eigentlich eine natürliche Verbündetenlage bei Switches aus der Verschreibungspflicht und. Und ich kann nur dazu
einladen, dass wir gemeinsam hier schauen, wie wir die Selbstmedikation in der Apotheke stärken. Das ist die ganz wichtige Antwort auf Bedrohung durch potenzielle andere Vertriebskanäle. Sie sprechen mir aus dem Herzen. Ich kann nur sagen, was wir dazu tun. Wir berichten sehr, sehr viel über neue Geschäftsfelder, über neue Ideen, wie man einen Kunden auch in der Selbstdiagnose ein bisschen unterstützen kann. Ich kann das jetzt nicht sagen, welches Unternehmen das ist, weil der andere sitzt ja hier mit auf der Bühne. Aber es gibt wirklich viele, viele interessante Dinge, wo man sich als Apotheker mit abheben kann. Und den letzten Satz, den habe ich dann da unten drunter formuliert. Ich glaube nicht, dass Sie irgendwelche Umsätze zu verschenken haben. Das hat nichts zu tun mit freiverkäuflich, OTC, mit Nahrungsergänzungsmitteln oder Kosmetika. Ich denke, wenn ein Apotheker sich wirklich auf seine Stärken besinnt, brauchen wir diesen Satz mit Drogeriemarkt kontra Apotheke einfach gar nicht aufschreiben. Den können wir durchstreichen. Insofern bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie hier waren. Herr Becker, Ihr Wunsch geht in Erfüllung. Sie können um 2 Uhr wieder weitermachen, ja, da drüben. Recht herzlichen Dank. Ja, Ihnen vielen allen Dank. Aber einen Satz möchte ich doch jetzt noch sagen. Ich sage ja auch immer, für uns Apotheker ist eigentlich die Selbstmedikation die Königsdisziplin. Hier sind wir gefordert. Hier können wir den Patienten unterstützen. Wir können ihn beraten. Er kommt mit einem Problem zu uns, das wir lösen können. Das können wir optimal lösen. Das, was wir leider im GKV-Markt eben mitmachen müssen durch Rabattverträge und so weiter, das ist Bürokratismus. Aber hier können wir unsere Profession leben und ich kann alle Kollegen nur auffordern, hier aktiv in die Selbstmedikation reinzugehen.